Hallo und herzlich willkommen zu dem ersten Video auf diesem Kanal. Wir zocken heute Sims 3, Reality Game von EA. Ja, ich bin der Johann. Und ich der Timo. Und das Game wird hauptsächlich über die Maus gesteuert. Und sonst hier unten gibt es ein Menü. Mit M öffnet man die Kartenansicht. Ja, da kann man halt wohin reisen, zu Jobs gehen, angeln oder andere aktiven Sachen erleben. Indem man auf sein Symbol klickt, kommt man zurück zu seinem Sim. Wenn wir jetzt wieder M drücken, deaktiviert sich die Kartenansicht. Wir drücken nochmal auf unseren Player. Hier, der liest gerade ein Buch. Dann können wir ja das noch weiter besprechen. Hiermit kann man verschiedene Sachen machen. Man kann sich drehen. Man kann schwenken von oben an der Seite. Man kann sich halt rumdrehen. Hier kann man Sachen machen, die das Sim will. Also in unserem Falle Simi. Hier sieht man, wie es ihm gerade geht. Im Moment geht es ihm eigentlich relativ gut. Und hier haben wir verschiedene Beziehungen, Karriere, Fähigkeiten, Inventar. Zum Beispiel haben wir hier Bilder, die wir aufgenommen haben. Ja. Und das Ziel für diese Folge ist es, ein paar Freunde zu besuchen. Und wir erklären euch einfach mal, wie das ganze Spiel funktioniert. Ja, wir können ja seine Aktion mal annehmen, was er will gleich. Und ja, vielleicht machen wir es dann auch. Wir Vita sprechen. Um Vita zu sprechen, machen wir M und suchen uns raus, wo Vita denn wohnt. Dafür kann man auch unter Beziehungen Vita suchen, die wir als Freundin. Da war eben die Vita. Da Vita Alto plaudern. So, mal gucken, was sie wir rufen macht. Sie gleich mal an. Hier. Wir können sie auch gleich mal nach Hause einladen. Okay, sie hat jetzt keine Zeit. Es ist 10 Uhr, vielleicht probieren wir es um 15 Uhr nochmal. Ja, wir könnten jetzt hier mal Waffeln machen oder so. Gesetzeshüter? Ne, Gesetzeshüter sind wir nicht. Wir besuchen mal Alvi. Dafür gehen wir in die Kartenansicht. Und suchen uns soweit ich weiß anscheinend ist gerade niemand zu Hause. Das ist natürlich schade, aber ja, dann besuchen wir einen anderen. Ja, wir suchen uns erstmal. Wo fährt denn unser Sim gerade hin? Zum Haus. Alvi besuchen. Auch niemand da. Auch niemand da. So, hier. Die besuchen wir mal. Die Bunch sind also da. Dafür. Jetzt fährt er mit dem übertriebenen Fahrzeug wieder hin. Indem man eine Figur anklickt, indem das, wenn jemand aus diesem Haus rauskommen würde, wenn man eine Person anklickt, erhält man ein Menü, worüber man verschiedene Sachen machen kann, unter anderem mit Personen interagieren. Da zum Beispiel
können wir den jetzt freundschaftlich begrüßen. Und jetzt, wenn wir den jetzt begrüßt haben, können wir auch andere Sachen machen. Wir können Grimassen schneiden, wir können ihm eine lustige Geschichte erzählen, können auf jeden Fall auch mit ihm tanzen oder ähnliches. Ja. Und hallo, hallo, hallo. Ja. Selber Clue. Das war's dann eigentlich schon von dieser Folge. Das war nur eine kleine Folge, die erklären sollte, wie Sims denn eigentlich funktioniert. Ja, dann sieht man die jetzt zusammen tanzen. Und ist auf jeden Fall eine Kaufempfehlung wert. Ist ein suchtbares Spiel. Und ja. Das war's dann von dieser Folge. Bis zum nächsten Mal. Ja, tschüss, bis zum nächsten Mal.